Ja, Flo, im entscheidenden dritten Gruppenspiel bei der Euro warst du von der UEFA der Star of the Match. Jetzt in den kommenden Tagen oder in den nächsten Tagen steht das Achtelfinale gegen Italien vor der Brust. Wie geht's dir gerade? Und ja, hast du das Ganze schon realisiert und wie blickst du auf Italien? Ja, freue mich natürlich, dass wir generell als Team so eine gute Leistung abgerufen haben. Und ja, realisiert schon. Ich denke, wir haben es schön gefeiert noch am Abend. Bin schon noch müde, aber denke ich, gehört dazu. Heute liegt schon wieder der Fokus ein bisschen auf Italien. Werden sicher noch gut analysieren, haben doch noch ein paar Tage, aber ja, der Fokus geht schon in die Richtung Samstag zum Spiel. Hallo, servus, du Florian. Ich meine, diesmal brauchst du eigentlich kein Interview geben, wo du für deine forderst, in der Startelf zu stehen. Noch zu dieser Sache, hast du da selber Druck gemacht auf dich zusätzlich und du hast diesen Stand gehalten? Und wenn du jetzt konkret, wie trainiert man auf ein Spiel gegen Italien? Wir wissen die Mannschaft, welche Serie, das brauchen wir nicht erwähnen. Auf was legt man da das Hauptaugenmerk? Was habt ihr heute zum Beispiel am Vormittag gemacht? Ja, heute ist ja, also zu der Druckgeschichte, ich mache mir selber gar keinen Druck. Ich habe auch nur gesagt, dass ich unzufrieden bin, weil ich nicht gespielt habe. Aber wer ist schon zufrieden, wenn er nicht spielt? Ich glaube, da sind wir alle im Team zu ehrgeizig, dass er sagt, ja, schön, dass ich dabei bin und das war's. Und ja, dass es halt dann so gut geklappt hat. Spricht natürlich für mich. Aber ja, zur anderen Frage, ja, heute ist der zweite Tag nach dem Spiel. Da ist natürlich die Regeneration schon noch im Vordergrund. Haben nicht allzu viel trainiert, nur kurze Sachen. Ich habe generell nur individuell gemacht und ja, wie gesagt, heute ist noch Regeneration, aber schon mit leichtem Fokus Richtung Italien. Ja, hallo Florian, bevor wir kurz zu Italien oder zu Italien blicken, noch eine Frage zum Teamchef, weil wir haben den alle eigentlich noch nie so emotional gesehen, nach Schlusspfiff, wie er da hingegangen ist, die Faust gemacht hat bei den Fans, wie Freddie Mercury im Wembley-Stadion. Wie habt ihr ihn in der Kabine erlebt dann nachher oder dann im Hotel bei eurer Feier dann? Wie war er? Ausgelassen oder dann wieder eher gedämpft? Naja, ich glaube, das war generell für alle ein bisschen ein emotionalerer Moment, wenn du sowas Großartiges erreichst. Und ja, da haben wir auch halt beim Trainer gesehen, dass sie ihn irrsinnig freut und dass er uns gut eingestellt hat, dass wir ein Top-Spiel abgerufen haben und dass wir das Spiel auch verdient gewonnen haben. Und ja, denke ich, er war ein bisschen emotionaler als sonst, aber in seiner Art und Weise ist er dann nicht überschwänglich emotional, sage ich jetzt einmal, aber klar, es war ein komplett emotionaler Tag, ist wirklich wirklich unglaublich, man kann das gar nicht beschreiben von den Emotionen her, wie der Abpfiff war, so eine Erleichterung und ja, da kann man auch schon mal ein bisschen emotional werden. You brought history going to the second round, and there's another page of history that you can write, because Austria never beat Italy in 4 times in the World Cup. Is it something that you use in the group as a motivation to say there's another page of history to write to beat Italy in competition for the first time? Ja, sicher wissen wir, dass Italien der Favorit ist. Das, glaube ich, weiß jeder. Das brauchen wir nicht drum herum reden, aber wir haben jetzt Historisches geschafft und ja, wieso soll es nicht weitergehen? Klar sind wir der Underdog, aber vielleicht können wir das auch ein bisschen als unseren Trumpf verwenden. Und ja, wir brauchen sicher einen Top-Tag. Wir müssen vielleicht noch eine Schippe drauflegen zum Ukraine-Spiel und dann ein bisschen Glück dabei. Und wieso soll man es dann nicht schaffen? I just wanted to ask, what are the things that you most fear of Italy for the next game, and what do you think that they might be the weak points of this team that it's a favorite, but you are also very, very confident? Thank you. Also Angst würde ich jetzt nicht sagen. Klar haben wir riesen Respekt vor Italien, weil es auch jetzt die letzten Spiele keine Gegentor bekommen haben und alle Spiele gewonnen haben, aber
ja, wir gehen, wie ich gesagt habe, mit großem Respekt in das Spiel, aber wir wissen auch um unsere eigenen Stärken und müssen uns da auch nicht ganz so klein machen. Und deswegen werden wir sicher die Italiener noch gut analysieren, haben das noch nicht gemacht, aber werden das sicher die Tage machen und dann werden wir auf jeden Fall am Samstag einen guten Plan haben gegen die Italiener. Ist es so, dass du mit deinem Spiel sehr, sehr gut das Tempo von einem Spiel bestimmen kannst? Wie entscheidend wird das gegen Italien sein und was wird das für eine Bedeutung haben, dass man nicht ihnen quasi den Rhythmus vorgeben lässt? Wie schätzt du das ein? Ja, natürlich wird es auch wichtig sein, dass wir Ballbesitzphasen haben. Klar versucht Italien das Spiel zu dominieren, aber wir müssen schauen, wahrscheinlich Italien wird wahrscheinlich mehr Ballbesitz haben, aber wir müssen auch versuchen, klar, wenn es geht, schnell umzuschalten, aber wenn es nicht geht, dass wir auch im Ball halten und nicht da dann wieder vom Gegenpressing von den Italienern überrascht werden und da vielleicht wieder schnelle Ballverluste haben. Das wird sicher auch ein Schlüssel sein für die Partie. Eine Frage zu dem Spielstil, im letzten Spiel. Ihr habt wirklich aggressiv, mutig nach vorne gespielt von Beginn an. Ist das der Stil, der euch am besten passt oder wo ihr euch am wohlsten fühlt? Und kann man das auch 1:1 gegen Italien so spielen? Muss man vielleicht sogar so mutig auftreten? Ja, mutig muss man auf jeden Fall auftreten. Ich meine, Italien ist so souverän durch die letzten Spiele gegangen, wie ich schon gesagt habe, da braucht man wirklich einen Top-Tag und klar müssen wir da auch mutig sein. Wir müssen eigentlich von Anfang an voll da sein, müssen bereit sein, müssen einen klaren Plan haben und dann, denke ich, ist auch was möglich. Man hat es auch gesehen gegen die Ukraine, wir haben immer gesagt, was für Potenzial wir haben und da haben wir schon viel zeigt von dem, aber ich glaube, dass wir noch mehr können und noch besser spielen können. Und das wird auch am Samstag nötig sein. Hallo, servus. Eine Frage zu dir persönlich noch einmal zu dieser tollen Leistung. Wie wichtig war so ein Ausrufezeichen, so ein Statement einmal auch in persönlicher Hinsicht? Denn mein Eindruck war, dass gerade die letzten 2-3 Jahre emotional nicht so einfach waren, viele Verletzungen dabei waren. Und wenn man regelmäßig solche Leistungen am Platz bringt, dann gibt es überhaupt keine Diskussion um einen Stammplatz. Da muss man es auch nicht vorher erwähnen, dass man unzufrieden ist. Also wie wichtig war es, dass man jetzt einmal so aufzeigt? Ja, für mich persönlich natürlich schon sehr wichtig. Ich habe immer gewusst, dass ich gute Spiele machen kann, dass ich ein guter Fußballer bin. Und wie du schon sagst, ich war nicht so regelmäßig dabei, habe Verletzungen gehabt, krank gewesen. Und ja, das bringt natürlich in so Abläufen wie im Nationalteam, wo du nicht so viel Zeit hast, ist das halt dann schwierig. Und ich bin froh, dass ich jetzt ein gutes Spiel gezeigt habe, dass wir gewonnen haben. Und das hoffentlich jetzt auch so weitergeht. Zu dem Stadion, zum Wembley-Stadion. A, was sagst du zu dem Stadion? Und B, ist das ein geeigneter Ort, um Fußballmärchen oder Geschichte zu schreiben? Ich glaube, es gibt keinen besseren Ort, um Fußball zu spielen, als in London im Wembley. Der einzige Wermutstropfen ist halt das mit den Fans, also dass keine aus Österreich kommen können. Und das halt nicht voll ausgelastet ist. Aber sonst, glaube ich, gibt es für keinen Fußballer was Größeres als das Wembley-Stadion.